Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar wieder eine Punch, und zwar die Punch 48, die LCDH. Exklusive La Casa de Habanos. Ja, wie der Name schon verrät, 48, hat sie auch ein 48er Ringmaß. Und das Format wird als Hermosos Nummer 3 bezeichnet. Ja, eine Puro aus Kuba, Punch. Punch. Sieht schön aus. Man sieht halt das LCDH. Exklusive immer an dieser zweiten Bauchbinde. Machen wir mal den Kalt. Geruchtest. Zedernholz, ein Tick Richtung Honig, also etwas Süßes habe ich in der Nase. Machen wir mal auch direkt den Kaltzug hinten dran. Im Kaltzug merke ich auch so ein bisschen Pfeffer und so ein bisschen Zedernholz. Also eine gewisse Cremigkeit schießt ein. Tja, bin ich sehr gespannt. Also die Punch Coronations hat mich ja vom ersten Zug an damals sehr überzeugt. Und die zweite Punch, die ich ja reviewed hatte, neulich, die war auch sehr, sehr gut, aber das i-Tüpfchen, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Verarbeitung war top, klar. Aber nicht so wie bei der Coronations zumindest. Und also die zweite, dann die Regionales, war auch sehr ordentlich für 16,80, aber hatte mir das i-Tüpfelchen so ein bisschen gefehlt. Ja, diese hier kostet übrigens 14,60 €, glaube ich. Und nee, Entschuldigung, 14,20 €. Und bin sehr gespannt, wie die schmeckt, weil momentan bin ich ja wieder ein bisschen auf dem Kuba-Trip und möchte mir in Zukunft mehr die kubanischen Zigarren zu Gemüte führen. Damit habe ich ja zwar schon so ein bisschen angefangen, aber eher so sporadisch und auch nicht wirklich nach dem System. Und da werde ich auf jeden Fall auch so diese Standard Kubaner reviewen. Romeo Giulietta 1, 2, 3, Monte Cristo 1, 2, 3, Bolivar 1, 2, 3, wenn es die denn da gibt. Da schauen wir dann einfach mal dann, wenn es soweit ist. So, genug gequatscht. Jetzt geht's ans Eingemachte. Schauen wir mal, was Punch hier liefert. Sehr schöner blauer Rauch. Ordentlich. Ja. Tick Pfeffer, Tick Gewürz. So eine gewisse Cremigkeit, wie gesagt, kommt da rein. Ein bisschen Zedernholz. Überraschend hohes Rauchvolumen. Ja, Leder. Es ist auf den Lippen zwar so ein bisschen Creme, aber es ist schon ledrig und im Nachhinein, wie gesagt, dieser Pfeffer so ein bisschen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also die Zigarre geht in die klassische kubanische Richtung.
Zedernholz, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Leder, Tick Nuss war jetzt auch da, so in dem Bereich, also ein bisschen stärker, was die Aromen angeht und das Holzige und Würzige im Rachenraum. Ja, doch im Nachhinein so dieses leicht Pfeffrige im Rachen. Also ist aber nicht unangenehm, also trotzdem schön fein. So, also die Pfeffergeschichte ist jetzt nahezu weg, auch im Rachenraum. Dieses leicht rauchige, pfeffrige, würzige ist jetzt recht neutralisiert. Jetzt kommt so ein bisschen mehr das Zedernholz durch, das Holzigere. Ja, mehr gibt es jetzt momentan nichts zu sagen, aber nicht unangenehm, wie gesagt. Das Cremige ist jetzt nahezu weg, sie wird jetzt trockener, ledriger, aber noch nicht so schlimm, dass man irgendwie den Drang hat, Speichel zu sammeln und auszuspucken. Das ist ja bei mir zumindest immer der Fall, wenn die Zigarre extrem trocken und ledrig ist. Ist jetzt hier alles noch im Rahmen. Abbrand ist gut. Easy Smoke, also ich muss mich da um nichts kümmern. Das Einzige ist, dass jetzt, ich weiß nicht, ob es durch einen Transport ist, dass jetzt hier aufplatzt irgendwo hier und so ein bisschen am Mundstück der Zigarre. Von der Verarbeitung her, ja, ist halt ein bisschen rustikaler. Hier sieht man so ein bisschen so einen Riss. Deckblatt, ein bisschen nicht so schön hier in dem Bereich. Aber ja. Schmeckt. Also wir hatten jetzt kurzzeitig so ein bisschen Macadamia-Nuss und also so ein Tick was Süßes, aber was ganz Feines, Mildes, und dann ging sie jetzt auch aus und jetzt schleicht sich so die Erde heran. Also jetzt kommt halt dieses typisch kubanische noch mehr zum Vorschein, die schöne Erde, aber momentan noch sehr mild. Ich weiß ja, dass bei den Kubanern ja das Boxing Date auch eine große Rolle spielt. Habe ich leider nicht nachgeschaut. Die habe ich ja in einem Tabakladen persönlich abgeholt und da nicht geguckt, was auf der Box draufsteht. Aber ich denke, dass sie nicht ganz so frisch ist, weil sie schön ausgewogen ist. Die Erde ist nicht zu dominant und die wird auch nicht säuerlich groß oder sehr grasig, saftig irgendwie so. Die ist meiner Meinung nach schon recht gut ausgeglichen. Also möchte jetzt keine Vermutung anstellen, aber ich glaube nicht, dass sie Boxpressed dieses Jahr ist. Das glaube ich nicht. Ich finde es gut, dass jetzt zwar Erde ja, fast 20 Minuten jetzt schon da ist, aber nie so extrem dominant, dass ich sage, jetzt wird es unangenehm. Da muss ich die Pataka Serie D Nummer 4 als Negativbeispiel heranziehen. Die war eine Dreiviertelstunde fast nur Erdehammer. Dampfhammer. Das ist bei der hier jetzt nicht so. Das finde ich schön ausgewogen. Das macht sie noch sympathischer. Klassische kubanische Zigarre. Bin jetzt bei, ich glaube, 65 Minuten. Ich denke, da holen wir locker noch 20 Minuten raus. Ich glaube, ich revidiere jetzt meine Geschichte von eben nochmal. Jetzt geht sie ständig aus. Und jetzt platzt sie auch auf. Ah, schade. Und die Erde ist jetzt mega dominant doch geworden. Also sie ist doch wahrscheinlich jünger, als ich jetzt gehofft hatte. Aber bis hier eben, also eine Stunde war easy smoke. Und jetzt tickt sie voll rum. So, bin leider enttäuscht ein bisschen. Jetzt ist sie zum siebten oder achten Mal ausgegangen. Ich habe sie jetzt nochmal angemacht. Holz und Erde
dominieren sehr jetzt am Schluss und ist schon recht ledrig und trocken geworden. Also, ja, ist aber okay so. Das Einzige, was mich halt nervt, dass er am Schluss jetzt echt dann permanent ausgeht. Schade eigentlich, weil zum Schluss ich mir dann schon das Filetstück, so das letzte Drittel, mir schon noch ein bisschen mehr erhofft hatte, geschmacklich. Jetzt geht es ja schon wieder aus. Geschmacklich halt schön Erde, sehr dominant und halt ledrig, holzig. Ist dann doch jünger wahrscheinlich als gedacht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wann die 48 hier jetzt, die LCDH, wann die da jetzt, wann die genau veröffentlicht wurde hier in Deutschland. Das habe ich mich jetzt nicht informiert. Bin auch hin und her gerissen jetzt. Die Coronation Punch, die war vom ersten Zug an, hat mich weggeblasen. Preis auch attraktiv, allerdings maximal eine Stunde Smoke. Jetzt sind wir jetzt fast, ich glaube, bei 80 Minuten, 85 Minuten. Also Preis-Leistung stimmt schon. Aber jetzt am Schluss das Exemplar ein bisschen rumgezickt. Und deswegen kriegt sie auch nur in Anführungszeichen eine 4 von 5. Aber trotzdem klassische, gute kubanische Zigarre. Wie gesagt, ich denke mal, auf 90 Minuten kriegt man die schon, wenn sie nicht dauernd ausgehen würde. Also ich mache es dann auch aus. Jetzt ist vorbei, Feierabend. Bis zum nächsten Mal.